noch keine neue Woche, heute ist Sonntag, aber ich dachte, ich fange jetzt trotzdem schon mal den Vlog an, weil es kommen gleich Hannah, Amy und Kira vorbei und wir machen nämlich Nudeln selbst. Ich habe ja zu Weihnachten eine Nudelmaschine bekommen und machen Pesto selbst und noch so eine andere Soße. Ich glaube, es wird ganz entspannt. Genau, ich habe jetzt eigentlich noch nichts vorbereitet, weil irgendwie wollten die alle zusammen vorbereiten, deswegen war ich so, okay, mache ich nichts. Aber ich weiß nicht, mein Outfit gibt mir so richtig so, es ist jetzt Sommer-Vibes. Also ja, ich habe einen Pulli an, aber es ist so, es sind helle Farben. Ich habe hier meine pinken Schuhe an und irgendwie, man kann noch draußen sitzen heute Abend. Ich freue mich da drauf. Richtig entspannt. My total inspiration, the full package, the big deal, big thrill, she a dime with sex appeal, so chill, I love her. Okay, herzlich willkommen zu Wolles Vlog diesen Sonntag. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und ja, hallo, heute machen wir Nudeln. Juhu, lecker, lecker. Boah, die Soße schmeckt wie diese Zitronenpasta, wisst ihr? Ja, oder weißt du? Ich habe keine FOMO. Hast du FOMO? Ich glaube ehrlicherweise, man muss FOMO ablegen, wenn man auszieht. Ja, das ist immer. Sehr süß aus. Warte. Is that love high, you and me, and we together, together. This that unconditional love. Ich war eben in Frankfurt, weil meine Schwester hat am Wochenende Geburtstag und ich habe auch kein Geschenk, deswegen musste ich mal ein bisschen schauen. Es ist darauf hinausgelaufen, dass ich gesehen habe, dass mein Gehalt heute angekommen ist. Und dann habe ich gedacht, gönnst du dir mal was? Wäre es an der Zeit gewesen, mir was zu gönnen? Nein. Aber es ist leider so, dass ich mit meiner roten Adidas-Hose so obsessed bin, weil die wirklich einfach die bequemste und gleichzeitig die coolste Hose ist, die ich besitze. Ach, es ist so schlimm, wirklich. Oh Mann, ich wollte sie eigentlich in dunkelblau, aber ich habe feststellen müssen, dass es den Schnitt genau... Also genau den Schnitt gibt es gar nicht in dunkelblau, sondern er ist so ein bisschen anders. Und da war es tatsächlich so, er war mir zu groß, er war mir zu klein. So, ist schon mal super, liebe ich ja. Aber ja, dementsprechend habe ich dann die schwarze genommen. Oh, weil das Ding ist, die rote, die ist wirklich so, so cool. Aber die kannst du halt nicht immer und zu allem anziehen. Deswegen habe ich eine gewollt, die man einfach ein bisschen flexibler anziehen kann. Ja, und dann habe ich weiß, es ist mega im Trend gerade, also gefühlt, dieses Ding existiert ja schon seit Jahren, aber irgendwie gerade sieht man es überall. Und es hat 3 Euro gekostet, 3,79 Euro um genau zu sein, bei Butlers und ich dachte, es ist eigentlich ganz cute. Ja, blub, blub. Genau, deswegen habe ich hier so einen kleinen Fischi, weil ich dachte, es sieht ganz süß aus, wenn man es da so hinstellt. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Dann, jetzt nicht für meine Schwester, sondern generell. Oh, ist das Be Real? Oh mein Gott, ihr seid jetzt auf meinem Be Real. Wie witzig ist das denn? Passt auf. Ah, das ist ja so witzig. Ich habe ganz tolles Geschenkpapier gefunden. Tada! Bei HEMA und habe 2 Geschenktüten. Ja, und dann habe ich halt noch ein paar Sachen für meine Schwester gefunden. Aber ich muss dann noch mal gucken und ein paar Sachen für die Babyparty, weil ich darf ja eine Babyparty für sie organisieren, weil meine Schwester ist schwanger, wer es noch nicht weiß. Jetzt muss ich beenden, was ich angefangen habe. Und zwar habe ich heute Morgen angefangen, Frühjahrsputz zu machen. Ich habe meine ganzen Wintersachen auf dem Dachboden gemacht, meine Sommersachen runtergeholt und generell alles aufgeräumt. Aber ich bin noch nicht zum Saugen gekommen. Das heißt, es wird jetzt alles gesaugt, abgestaubt, wirklich, es wird komplett gemacht jetzt. Yeah, von daher mache ich das jetzt. Und später gehe ich zum Pilates, aber
zum Pilates mit Geräten. Kennt ihr diese coolen LA-Pilates-Girlies, die dann immer so machen? Ja, das machen wir heute. Hannah und ich bin sehr gespannt, weil ich bin ja letztens so ein bisschen mehr ins Pilates-Game eingestiegen, dadurch, dass ich mal meine absolut härteste Pilates-Class meines Lebens genommen habe. Mit Geräten habe ich es noch nie gemacht. Problem ist, ich habe vom Training so unfassbar Rücken und also Schmerzen und ich glaube, ich habe mir echt irgendwie was so eingeklemmt oder so. Es ist super schmerzhaft und ich hatte ja 4 Wochen lang kein Training, bedeutet, ich habe halt auch einfach nichts gemacht, bedeutet, es fühlt sich an, als wären all meine Muskeln weg. Von daher, ich bin gespannt, wie das wird. Ich hoffe, es wird nicht zu krass. Es ist, glaube ich, eine Beginner-Class. Aber ja, schauen wir mal, was das gibt heute. Ich nehme euch hoffentlich ein bisschen mit. When I see her, in fact, she the main feature. My peace of mind and my sunshine. Look, I can be your teacher, spare no expense. Let's go. I don't have to tell her cause she already knows. She the apple of my eye, always looking fly. Talking sweet to me, our time together feel meant to be. And mentally, she into me. Yeah, them other couples looking sad. And both of our exes look mad. Hallo Leute, ich bin wirklich ganz schlecht im Vloggen momentan. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Heute ist Donnerstag. Ich habe das letzte Mal am Montag, glaube ich, gevloggt. Upsi. Jedenfalls habe ich euch ja am Montag gezeigt, dass ich mir die schwarze Hose gekauft habe von Adidas. Und wirklich abends gab es dann plötzlich die dunkelblaue. Und ich war so, Und ich hasse es eigentlich, Sachen zu bestellen, aber ich habe mir jetzt die dunkelblaue bestellt. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Ihr müsst mir jetzt mal helfen. So, das ist die dunkelblaue. Das Problem ist halt, die sind ja auch ziemlich ähnlich. Also es ist der gleiche Schnitt ja auf jeden Fall. So, ich finde die halt super chillig und ich wollte eigentlich immer dunkelblau. Und dann habe ich mich mit schwarz abgefunden. Ich probiere sie kurz an. Och Mann, Leute, ich mag beide so gerne. Och Mann. Ich habe gedacht wirklich, ich ziehe eine an. Ich dachte, ich ziehe die dunkelblaue an und es ist entschieden. Ist doch doof, weil das Ding ist, die hier, die gibt mir halt so die richtig chilligen Vibes. Da denke ich mir so, oh, die kann ich so entspannt auf die Meisterschaft anziehen und so. Die kann man so immer so richtig lässig anziehen. Und ist ja auch eigentlich schon fast was Klassisches, weil Adidas-Hosen gibt es ja immer. Ich finde die auch toll. Ich glaube halt, die kann man schöner so ein bisschen schöner kombinieren. Also so, keine Ahnung, mit einem Hemd oder sowas auch. Und die ist halt eher so chillig mit einem entspannten T-Shirt. Ich weiß es nicht. Naja, im Endeffekt wird es eh so sein, dass ich meine Freundin frage, ob sie aufstehen können, weil ich gerade keine Entscheidung treffe. Oder meine Mama. Aber ja, ich muss mich jetzt auf jeden Fall gleich mal fertig machen, weil ich treffe mich nämlich gleich mit Melissa und da freue ich mich sehr drauf. Es regnet zwar draußen übertrieben krass, was ich nicht so nice finde. Aber ja, ich treffe mich mit Melissa zum Kaffee trinken und danach habe ich Training und ja, dann ist auch nichts mehr. Ja, deswegen suchen wir uns jetzt mal ein Outfit raus. Weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche Hose ich behalte, weil keiner meiner Freunde es gerade dort hat, ist es jetzt erstmal die rote geworden. Ich habe jetzt einfach so einen langen Armshirt an. Das ist tatsächlich unser Shirt, was wir bei der Meisterschaft tragen. Als hat diesen kleinen schwarzen, was auch immer. Und so ein Polunder drüber. So ganz chillig. Und ziehe jetzt noch eine Kette an. Und dann geht's los. Samstag und gestern Abend waren wir dann noch unterwegs. Wir waren erst noch
essen und dann sind wir zu Zinos wieder gegangen, also Aperolchen trinken. Und dann kam noch die Jara dazu, es war richtig schön, wir waren dann zu fünft. Ja, es war mega entspannt. Und heute, also jetzt gleich, muss ich erstmal die Geschenke für meine Schwester einpacken. Die hat jetzt morgen Geburtstag. Und dann treffe ich mich wieder mit der Jara. Und heute Abend machen wir Krimi-Dinner. Wir haben tatsächlich schon super oft Krimi-Dinner gemacht. Ich glaube, es ist unser viertes oder drittes, ich weiß es nicht genau. Das ist immer mit einer anderen Gruppe als jetzt so meinen Girlies, sondern ja, ist einfach eine andere Gruppe an Freunden. Schwer zu beschreiben. Hauptsächlich mehr aus meiner Kindheit und dann kam da irgendwie noch andere dazu. Also es ist eine ganz wilde Kombi, aber ich mag es immer sehr gerne. Genau, und heute Abend ist Motto 50er Jahre, Mafia, Sizilien, irgendwie sowas. Ich bin auf jeden Fall Mafia-Boss. Ich bin mal gespannt. Ich weiß noch absolut nicht, was ich anziehen werde heute. Aber mal sehen, was es wird. Die ist jetzt gerade gegangen und ich mache mich jetzt fertig, weil ich fahre in so 45 Minuten zu Cecilia. Eigentlich wollte ich nochmal duschen, weil ich wollte eigentlich meine Haare so cool machen, aber ich sehe es jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Von daher ist mein Plan, weil ich bin ja so ein Mafia-Boss, dass ich einfach sleek lasse und dann mit dem Rest aber so kleine Locken mache und das dann zu so einem Dutt zusammenstecke, dass da aber die Locken so ein bisschen rauskommen, wenn es funktioniert. Einfach mein Make-up ein bisschen stärker mache und genau, das machen wir jetzt. And I try to play it cool, baby. Cause I know you want me to, baby. Come on in, let's settle it out. I'm gonna sit like that. Say you can't hide my love inside. Say to me, what's wrong? The way. Meine Schwester Geburtstag. Sie müsste gleich eintreffen. Es ist ganz verrückt heute. Es schneit einfach komplett. Also es sind so riesen Flocken. Warte, ich muss mal gucken, ob ich euch das irgendwo zeigen kann. Schaut doch mal. Es schneit einfach komplett. Das ist doch verrückt. Also sie hat echt irgendwie das Lied Heute soll es regnen, stürmen oder schneien ein bisschen zu ernst genommen. Aber ja, jedenfalls ist sie jetzt gleich da. Mein Akku von meiner Kamera ist auch gleich leer. Aber ich wollte mich nur nochmal verabschieden, sagen, dass gestern mega, mega cool war. Und wir jetzt Geburtstag feiern bei dem Schnee. Also, ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche.